Wouldn't spot on an empty canvas. Wouldn't share in an empty room. No place for a revolution. And no hope if the signs are true. We stand at the edge of something. Will we ever know what it is? Hold on, cause the wind is rising. And we can't get away from it. Du kannst ja, mein Problem, du musst jetzt, wenn du das Rohr da reinmachst, musst aufbuddeln, dann musst du das Rohr reinlegen, musst es hier mit Silikon in das Fass einbinden und das machst du unter Wasser. Also an sich kann ich mir vorstellen, dass man es so macht. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wenn das offen verläuft, als offene Rinne. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, muss man vielleicht auch das mal haben. Und das natürlich auch, wo die Beine und so weiter sich sammeln kann. Das wird sich wahrscheinlich auch der Zeit zusetzen, gerade wenn es nicht so riesig ist. Und klar, man könnte mit einem Gitter versuchen, dass es verhindert wird. Ich stelle mir aber vor, dass wenn es dann wirklich Matsche reingekommen ist, dann kann das Wasser halt rechts und links so freilaufen. Daher hast du dann wie so einen kleinen See, der auch rechts und links von der Rinne steht, so ein Mini-Teich oder eine Fläche. Da bin ich nicht so ganz sicher. Dann musst du da das Wasser um einiges tiefer setzen hier. Ja, dann musst du da, ja kommst das Fass, da kommst du nicht drum dann rum. Hast du ja hier quasi den Deckel vom Fass. Ja. Und dann geht es ja hier nochmal weiter runter, sag ich mal. Jetzt ein wenig übertrieben. Ja. Ne? Mhm. Und dann musst du da oben aber auch nochmal irgendwas machen. Irgendein Betonring. Ja, da kann man ja eine Schalung machen und gießt Beton und macht hier oben den Ring. And we watch as the giants fall. We're not gonna let it end this way. Wir bauen hier die Schalung für die Pumpenzisterne. Die Pumpenzisterne? Ja, Pumpenzisterne. Nicht.
verstanden? Ich hab nichts verstanden. Bitte nochmal sagen! Sag mal, er nuschelt ein bisschen. Du nuschelst!